Hallo Leute, ich bin der neue Kommentator. Nein, natürlich nicht. Ja, und somit mal erstmal willkommen zu einem kleinen Voice-Over, zu meinem Let's Play, zu meinen zwei Folgen, die glaube ich noch auf meiner Platte liegen, oder eher gesagt noch so gerade geschnitten sind und in Camtasia liegen. Und ja, ich muss ein Voice-Over machen, da ich eine ziemlich langweilige Stimme hatte, müde Stimme eben. War 5 Uhr, 6 Uhr morgens oder so, als gerade die Sonne aufging. Naja, ich konnte auf jeden Fall nicht pennen und habe einfach mal, weil ich Bock hatte zu zocken, ein Let's Play aufgenommen, was allerdings scheiße war. Ja, deswegen jetzt ein Voice-Over. Jetzt gehe ich erstmal hier auf ein paar Seiten. Nicht wundern, ich habe eine Maus und die macht Geräusche. Also keine echte Maus, ich habe eine Dings, Computermaus. Ist ja eigentlich klar. Ja. Ich möchte mal sagen, ich hole mir einen neuen PC und nicht wundern, ist mein drittes Mal, dass ich das Voice-Over aufnehme. Also ich werde wahrscheinlich 50% von dem, was ich sagen wollte, vergessen haben bereits, weil ich das ja alles schon gesagt habe und in meinem Gehirn das eigentlich schon abgehakt ist. Naja, also ich habe mir einen PC zusammengestellt, damit ich endlich mal besser aufnehmen kann, die ganzen Let's Plays und vor allem auch euch bessere Qualität liefern kann. Und ja, ihr seht ja oben links, glaube ich, meine FPS. Und ihr seht ja schon, das ist eigentlich grauenhaft. Und ich spiele ja wirklich auf Minimum-Einstellung. Das seht ihr ja auch irgendwo dann im Let's Play, wenn ich was umstelle. Ich glaube, da stelle ich den Sky ein, damit man wenigstens das sieht, was man normalerweise auf Normal sieht. Ja, und, also Normal, Far, was es da noch alles gibt. Bei Optifine halt noch Extreme. Und ja, das ist jetzt eben, ja, ein bisschen scheiße, würde ich sagen, wenn das so laggy ist alles. Und ich hab da ja auch keinen Spaß dran, ihr habt da keinen Spaß dran. Ja, auch außerdem werde ich mir ein neues Mikro holen, das sage ich jetzt mal zu Anfang. Ups, jetzt habe ich das falsch angeklickt. So, das ist das Samsung Go Mic. Clip. On, also kannst du auch so dann an den Laptop-Bildschirmband, was man auch immer dann hat, kann man aber auch hinstellen. Ist ein USB-Mikrofon, Kondensator-Mikrofon oder wie man die Dinger nennt. Und das hat eigentlich ziemlich gute Qualität für seinen Preis von 48 Euro. Passt es eigentlich. So, dann komme ich jetzt mal zu meinem PC. Also das, was jetzt erstmal wahrscheinlich wichtig ist, ist mal die Grafikkarte, der Prozessor und dass ich eine SSD zum Aufnehmen verwenden werde und eben für Windows 7, was ich mir auch noch kaufen muss. Ich habe nämlich eigentlich keinen Bock, mein Windows Vista laufen zu lassen, was ich allerdings auch machen könnte. Moment, das wäre eigentlich auch ganz in Ordnung. Ich meine, Windows Vista und Windows 7 ist jetzt scheiß doch eigentlich dann drauf. Ach ja. Das ist das Problem, mein Windows Vista ist nicht 32-Bit. Ich weiß nicht, wie arg das nun, ob ich da auch 64-Bit nehmen kann, das weiß ich nicht, mit dem Lizenz-Dingens, Schlüssel da. Naja, ich würde einfach mal Windows 7 64-Bit holen, aus dem einfachen Grund, weil ich 16 GB Arbeitsspeicher habe. Und die möchte ich auch vernünftig nutzen können. Also, ihr habt es ja schon gehört, 16 GB Arbeitsspeicher. Ganz normales Mainboard eben für AMD Prozessor und 4x DDR3 Speicher. Ach ja, der Arbeitsspeicher ist 1600 MHz Taktung, wie man das auch immer nennt. Ich habe da nicht so die Ahnung von, also bitte verzeiht es mir, wenn ich etwas Falsches sage. So, ich hole mir auch einen AMD FX 6200, einen 6-Core. Was eher zukunftsbasiert ist, obwohl der Prozessor nun wirklich nicht so der beste ist, aber da pfeife ich jetzt einfach mal drauf, für den Preis von 147 Euro passt das allemal, was der dann an Leistung bringt. Ist auf 3,8 GHz getaktet, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Ich hatte eigentlich vor mir einen Intel i7, na was war es, 3000. Warte, ich schau mal eben nach. Und Intel i7. 3770K war es. Ja,
der hat ja 4 Kerne, aber 8 Threads, wird also als 8 Kerne anerkannt, sozusagen vom System her. Und wer eigentlich, also ist ein ziemlich guter Prozessor, er ist auf jeden Fall also erholt, sagen wir mal so 20, 10 FPS, 15, ich weiß es jetzt nicht. Ich sagen wir einfach mal 15 FPS mehr raus. Aber gut. Ich denke mal, der AMD, der wird schon gut laufen und ich weiß nicht, ob wie sich Intel nur mit AMD-Grafikern versteht. Deswegen habe ich auch mal AMD jetzt einfach mal. Ich mache mal komplett AMD. Was nun? Habe ich jetzt Intel-Grafik oder habe ich AMD-Grafik? Ich meine natürlich eine AMD oder ATI, wie sie es nun auch immer nennt. Da hole ich mir nämlich eine Sapphire Overclock Dual Fan Radeon HD 7970. Overclocked halt einfach, damit das nochmal mehr Power rausbringt. Dual Fan, damit die nicht so heiß ist und nicht so laut. Und 7970, weil es eben die beste von allen ist. Ja, zumindest bei vielen Spielen. Bei vielen ist auch die, was die 6990, weiß ich gerade nicht, aber die kostet auch 800 Euro, also ist das schon mal gar nicht in meinem Preisverhältnis mit drin, oder wie ich dazu auch sagen soll. Haben da ja gewisse Grenzen gesetzt. Ursprünglich wollte ich die GTX 690, allerdings ist mir das auch zu teuer und ich weiß nicht. 7970 erzielt da ziemlich gute Resultate im Vergleich vom Preis dann zu der 690 von Nvidia. Ja, was ich mir noch dazu holen muss, ist ein HD-Bildschirm eben mit HDMI. Ja, muss nicht HDMI haben, aber ich habe hier eben so ein Teil liegen. Das hat nur VGA und das ist schon ziemlich ausgelutscht. Das hat übelst die Pixelfehler. Man sieht das Bild sozusagen zweimal. Einmal noch so ein bisschen so lilaner Schimmer, so kann man sagen. Ja. Und ja, der Bildschirm ist von Acer, ist ein 24 Zoll. Hat eben VGA, DVI und HDMI, 2 Millisekunden Reaktionszeit. Und ja, ist halt in schwarz, was übelst wichtig war. Zu meinem Prozessor kommt noch ein extra Kühler, den ich mir hole, weil ich wahrscheinlich auch übertakten will. Und deswegen brauche ich den, der ist ziemlich klein, ziemlich gut für mein Gehäuse, weil ich dann nicht weiß, wie weit ich da gehen kann. Aber das wird schon passen, ich hoffe mal, die Grafikkarte passt auch rein, wenn nicht, dann muss ich mir noch ein neues Gehäuse kaufen. Ja, auf jeden Fall ist ein ziemlich guter Lüfter, laut Kundenbewertung und allem drum und dran. Ziemlich guter halt. Leise soll er auch sein. Oh Mann, ich merke gerade, ich kann auch schon irgendwie nicht mehr denken, obwohl ich ja eigentlich gerade ziemlich wach bin, aber Schule gerade erst wieder angefangen, muss man sich wieder umdenken hier mit allem. Dann jetzt hier 3 Tage Schule und schon am Donnerstag hier, heute ist Donnerstag bei mir. Ja, einen Test geschrieben. Jetzt muss ich mal schauen, wie lange ich schon aufnehme. 8 Minuten schon, doch so viel. So, was ich mir auf jeden Fall noch hole, sind Anti-Statik-Handschuhe, da ich jetzt nicht im Sommer mit verschwitzten Händen da alles anfassen will. Und ich mich nicht so gut auskenne, wo man nun alles hinpacken kann. Ist natürlich klar, dass ich jetzt nicht irgendwo an Kontakte fasse und so. Das wäre nicht so praktisch, aber ich hole die einfach mal mit einfach. Weil es wahrscheinlich klüger ist für den Laie. Ja, ich weiß es gar nicht mehr, was ich alles gesagt habe. Die Grafikkarte, den Prozessor, 6 Kerne eben, zukunftsbedacht, damit man das auch mal nutzen kann. 8 Kerne wären mir jetzt mal wieder zu viel, weil dann sind ja 4 unbenutzt und ich denke mal, 6 Kerne sind vollkommen in Ordnung. Vor allem für die heutigen Spiele. Bis jetzt eigentlich nur 4 Kerne unterstützen. Also ich weiß nicht, wie weit es da schon ist, was es da für Spiele gibt. Ja. So, was hole ich mir denn noch? Also SSD, wie angesprochen. Eine 120 GB. Hat eine Übertragungsrate. Warte, da muss ich mal drauf gehen. Damit ich schon kein Bullshit rede. So, wo steht's denn? Wenn so laut Hersteller. Das ist natürlich mal wieder. Na, wo steht's? Wo steht's? Ich hab's doch so gut und so schnell gelesen. Also wenn man es nicht finden will, dann findet man es immer ziemlich schnell.
sind so die Verkäufertricks. Irgendwie, aber wenn man es sucht, wenn sie immer noch den Zeug suchen, dann fällt hier. Ey, hier steht's. Lesegeschwindigkeit bis zu 550 MB die Sekunde und schreibt bis zu 510 MB die Sekunde. Ja, das ist ziemlich gut, obwohl man das halt auch richtig ausnutzen können muss. Und da ich nicht so viel Erfahrung habe, weiß ich nicht, inwiefern ich das dann ausnutze. Ich werde mal ein paar Tests machen. Auf jeden Fall kommt da Windows 7 drauf auf eine Partition von der und da mache ich eine Partition für das Aufnehmen. So, da hole ich mir noch eine extra 1 TB Platte, um dort halt die ganzen Spiele und den ganzen anderen Müll drauf zu packen. Ja, dann dürfte die auch nicht so schnell vollgehen und die 120 GB, was wird da wohl von Windows 7 verwenden, da habe ich auf jeden Fall noch ordentlich Platz für Aufnahmen. Und das, ich will halt, dass meine FPS auch nicht so stark beeinträchtigt wird von Fraps und wenn die Platte das dann halt nicht schnell genug abspeichern kann, was ich eigentlich nicht denke, würde es das ja auch ein bisschen beeinträchtigen. Und Fraps, die neuere Version ist ja schon in einem, also ist ja schon besser, weil die auch, weil man das ja nun auswählen kann, ob die splittert oder nicht. Ja, und was gibt's noch zu sagen? Das habe ich gesagt. Ja, das Mainboard unterstützt bis zu 6 Kerne. Und das ist ziemlich billig, 80 Euro. Hat vieles. Ja, das ja stinknormales. Laut Hersteller sehr leise. Netzteil 650 Watt, das sollte auf jeden Fall ausreichen. Dann hole ich mir halt ein blaues Gehäuse. Also ist schwarz und hat halt einen blauen Lüfter vorne. Dann hole ich mir noch 2 Gehäuselüfter für die Seite, auch mit blau LED. Ja, und das war's dann eigentlich schon. Ich werde auf jeden Fall noch ein Video dazu machen, wie der nun dann komplett dann ist. Ich werde das dann alles mal zusammenschrauben. Wahrscheinlich werde ich noch so viel nachbestellen müssen, weil dort mal ein Kabel fehlt und hier mal was nicht passt. Aber naja, gut, das Risiko gehe ich einfach mal ein. So, wie lange nehme ich auf? 12 Minuten? Oh, das wird knapp. Dann wollte ich noch was sagen, und zwar ja, das Minecraft Let's Play an sich. Ich werde, wenn ich den neuen PC habe, nicht mein Let's Play weiterführen, also nicht das Minecraft Let's Play. Und ja, ich werde eine neue Welt anfangen, da jetzt eh die 1.3.1 draußen ist und wahrscheinlich auch bald, wenn ich den PC dann irgendwann nächsten Jahr Februar habe, wo mein Geburtstag ist, wird dann wahrscheinlich Minecraft Version 1.5 vielleicht schon draußen sein, auf jeden Fall die 1.4 ist dann bestimmt schon draußen. Und dann, ja, ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon draußen ist, habe ich mich nicht informiert, also verzeiht es mir, wenn ich Mist rede. Ja, ich werde halt neu anfangen und werde auch versuchen, mal die neuen Features auch wirklich zu nutzen, weil ich bin eigentlich immer so gegen die neuen Features, aber ich möchte sie einfach mal ausprobieren, da ich schon letztens mal Enchanted habe und ich das ziemlich cool fand, wegen diesem Glück 3 und Effizienz 6, 5, was es da alles gibt. Auf jeden Fall äußerst cool und ja, das macht irgendwie Spaß. Auf jeden Fall. Ja, das letztlich, und ich möchte auch aufs die End eingehen. Und zwar möchte ich da auch dann Tränke herstellen, deswegen. Der Nether wird dann wahrscheinlich auch mal eine große Rolle spielen. Ich möchte mal Pyramiden dann finden, Tempel. Ich möchte auf jeden Fall keine Smaragde finden, da ich das unnötig finde. Ja, das tut mir leid, aber das Feature werde ich nicht nutzen. So, auf jeden Fall. Im Nether möchte ich mal eine Netherfestung finden. Und ja, das auf jeden Fall einfach mal die ganzen neuen Features durchgehen und wirklich mein Haus auch auf diesen Features aufbauen. Zum Beispiel, dass man jetzt die Baumstämme, Baumstämme sagt es ja schon, die kann man ja nun auch seitlich legen, sodass das untere Teil, was normalerweise immer unten war, nun mal zur Seite guckt oder so. Da kann man zum Beispiel auch ganz gut sein Haus machen, weil man das dann besser anpassen kann, dass man zum Beispiel keine Stellen hat, wo nun
wo nun das Holz eben hervorkommt. Ja, und was ich dann noch machen will. Ja, was machen sie? Ja, auf jeden Fall möchte ich meine Häuser viel besser gestalten, in einer besseren Umgebung. Ich werde mal ganz viele Welten machen, dann suche ich mir aus, welche Welt ich nun auswähle. Ja, und dann passt es dann schon mal. Ich schau mal, ja, ich bin am Ende, dann sage ich mal tschüss, bis gleich zum nächsten Voice-Over. Ja, und das ist mein erstes, also jetzt nicht so fies hier kommen und sagen, ja, es war scheiße, wo ich das verkrafte, weil es mir im Endeffekt egal ist, aber naja, ist halt schon ein bisschen scheiße, wenn man das dann so in den Kommentaren liest. Okay, auf jeden Fall, dann mal tschüss, bis zum nächsten Mal.